Ja, Zeit für das nächste Screencast-Tutorial. Diesmal nicht Inkscape, sondern mal wieder was mit GIMP. Was wir diesmal machen wollen, ist dieses Matrix-Wallpaper. Auch dafür brauchen wir entsprechende Schriftarten. Die Matrix-Schriftart, die kann man hier finden. Und für den Hintergrund wird Katakana und Hiragana verwendet. Beide Schriftarten kann man hier herunterladen. Wer das Ganze nochmal nachlesen möchte, der findet natürlich in meinem Blog einen entsprechenden Tutorial-Eintrag, und zwar hier. Und jetzt, da ihr gesehen habt, wo ihr das entsprechende Material findet und wie unser Ziel aussieht, kann ich diese Ebene entsprechend löschen. Und wir fangen an mit einem Bild, und zwar in unserer Desktop-Größe. Ich habe hier gewählt 1024x768 Pixel, das ist nicht meine Bildschirmeinstellung. Zum Zeigen reicht das allerdings allemal aus. Der Bildhintergrund ist schwarz, und dann wählen wir uns einfach folgende Farbe, und zwar 1BE52E, gehen auf das Schriftwerkzeug, stellen hier die Schriftart Hiragana ein. Die Größe ist bei mir hier 30. Dann klicken wir ein klein wenig außerhalb und fangen an, eine zufällige Kette von Buchstaben zu schreiben. Dazwischen lassen wir immer mal wieder Platz. Ja, man sieht, ich habe hier die Ebene mit den Schriften hüben und drüben rausragen lassen. Das hat ganz einfach folgenden Hintergrund. Man wird das jetzt gleich im Anschluss sehen. Ich drehe jetzt erstmal die Ebene, und zwar um 90% im Uhrzeigersinn. Und dann versetze ich mir die Ebene. Ja, man kann das sehen, ich kann dadurch hier nach unten und nach oben noch ein bisschen verschieben und habe dann jedes Mal neue Zeichen, und die Freiräume verändern sich auch. So, nachdem wir das entsprechend positioniert haben, machen wir uns einfach davon ein Duplikat. Verschieben das Duplikat dementsprechend. Auch das duplizieren wir. Ja, wer möchte, kann hier nochmal dasselbe nochmal mit Katakana machen. Das machen wir so lang, bis unser Bildschirm oder unser Bild komplett gefüllt ist. Und dann brauchen wir eigentlich nur noch die entsprechenden einzelnen Schriftebenen, die hier dann sind, nach unten alle vereinigen. Das ist eine relative Fleißarbeit. Ich möchte euch jetzt nicht 7-8 Minuten zuschauen lassen, wie ich derartige Schriftebenen anlege. Von daher habe ich das einfach schon mal vorbereitet und hole das jetzt einfach mal nach oben. So soll am Ende das Ergebnis aussehen. Man sieht also eine ganze Ebene gefüllt mit diesen Schriftzeichen, die noch etwas größer ist als unser eigentliches Bild und hüben und drüben oder beziehungsweise oben und unten herausragt. Das machen wir jetzt gleich anders, und zwar indem wir hier rechten Mausklick auf diese Ebene gehen und die Ebene auf Bildgröße bringen. So, dann können wir losarbeiten mit unserer Schriftebene und machen davon gleich ein Duplikat. Das nennen wir ganz einfach Falling Form 2. Wechseln zurück auf Falling Form, gehen auf Filter, Weichzeichnen, Gaußscher Weichzeichner und zeichnen
diese Ebene mit einem Radius von 7 bis 9 etwa weich, bei mir hier ist es 9, wechseln zurück auf die Ebene Falling Form, legen uns eine neue Ebene an, die wir Falling Form Verlauf nennen, wechseln zurück auf Falling Form 2, mit der rechten Maustaste kommen wir wieder ins Kontextmenü, wählen hier Auswahl aus dem Alpha-Kanal, gehen auf die Ebene Falling Form Verlauf, gehen dann in unser Werkzeugfenster, stellen hier die Vordergrundfarbe auf Weiß, wählen das Werkzeug Farbverläufe, stellen hier einen Farbverlauf von Weiß nach Transparent und Linear ein und füllen dann diese Ebene mit dem entsprechenden Farbverlauf, kann ruhig ein bisschen schief sein, nach Gusso, je nachdem. Wenn ich die Auswahl jetzt wegnehme, sieht man das alles. Ja, man sieht, jetzt ist hier dieses typische Matrixgrün entstanden, allerdings hier ist ein bisschen stärker und hier ein bisschen schwächer. Also ein bisschen Zufall wieder. Genauso wollten wir das. Jetzt können wir hier wieder auf das Grün umstellen, wählen wieder das Schriftwerkzeug, stellen hier die Schriftart Milton ein, das ist unsere Matrix-Schriftart. Hier bei mir ist die Textgröße 100 und dann schreiben wir einfach in unser Bild der Matrix. Versetzen unsere Schriftebene dementsprechend, dass sie in der Mitte ist. Machen davon genau 4 Duplikate. Versetzen die Original mal nach ganz oben. Wählen jetzt die Matrix 1. Gehen auf Filter, Verzerren, Wind. Und hier gehen wir auf Wind, Richtung erstmal nach links, betroffene Kante ist die führende, der Schwellwert 10 und bei mir ist die Stärke 19. Das getan haben, hat sich die Schriftebene in eine normale Ebene verwandelt. Wir gehen dann auf die Ebene Matrix 2, lassen uns den Filter Wind erneut anzeigen, wechseln hier allerdings die Richtung auf rechts, führen das durch, wechseln dann auf die Matrix 3, drehen die Ebene über Ebene Transformation um 90% im Uhrzeigersinn drehen, lassen uns den Filter Wind erneut anzeigen, führen den aus, gehen wieder auf Ebene Transformation, diesmal um 90% gegen den Uhrzeigersinn, wählen die Ebene Matrix 4, auch die drehen wir jetzt aus dem Uhrzeigersinn, lassen uns den Filter Wind erneut anzeigen, wechseln die Richtung zurück auf links, führen aus und auch hier drehen wir jetzt die Ebene zurück, also entgegen dem Uhrzeigersinn. Man sieht, entstanden ist die typische Verzerrung bei der Matrix, allerdings ist die Schriftart der Matrix selbst derzeit schlecht zu lesen. Um das zu erreichen, setzen wir einfach die Deckkraft der eigenen Ebenen auf 60 bzw. 50% zurück. Ja, jetzt kann man die Matrix besser lesen und wir haben unsere Schrift eigentlich fertig. Die tun wir jetzt alle nur noch vereinigen zu einer Ebene. Jetzt fehlt uns hier noch das entsprechende Matrixgrün. An der Stelle machen wir das mal anders und zwar gehen wir auf Farben, Kurven, es öffnet sich der Kurvendialog
und hier setzen wir den unteren Endpunkt in den Mittelpunkt. Ja, man sieht es, es entsteht das typische Matrixgrün. Bestätigen das. Vom Prinzip her wäre unser Wallpaper schon relativ fertig. Wir machen aber noch eine zusätzliche Ebene, die taufen wir einfach mal Verlauf. Stellen hier Schwarz wieder ein, gehen auf das Farbverlaufswerkzeug, wählen hier wieder Farbverlauf von Vordergrundfarbe nach Transparenz, diesmal allerdings kreisförmig und fangen an, hier aus dem Mittelpunkt heraus einen Farbverlauf zu zeichnen. Den setzen wir in der Ebenenreihenfolge einfach einen nach unten. Jetzt haben wir noch ein bisschen mehr Zufall und unser Matrix Wallpaper wäre eigentlich schon fertig. Und ich wünsche euch dann halt viel Spaß beim Nachmachen. Wer wie immer Anregungen, Kommentare bei mir entsprechend ins Blog.